Wie kommunizieren Sie erfolgreich? Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir helfen Ihnen dabei mit sympathischen Kommunikationsmaßnahmen für kleine Budgets. D3S Media. Zuletzt 3 Niederlagen in Folge für den VC Wiesbaden. Neben dem Aus im Pokal lief es auch in der Liga gegen Schwerin und Aachen alles andere als optimal. Vor dem heutigen Duell gegen die Volleystars aus Thüringen stand den Wiesbadener Spielerinnen die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Auch die Volleystars aus Thüringen haben sich den Saisonstart mit Sicherheit anders vorgestellt. 3 Punkte stehen bislang auf dem Konto und diese allesamt auch nur aufgrund der 9-Punkte-Regelung für Tiebreak-Niederlagen. Fokus auf Wiesbadens Tanja Großer, sie gleich mit 2 Annahmefehlern in Folge zu Beginn des ersten Satzes, macht ihre Fehler aber wieder gut durch bärenstarke Angriffe für die Wiesbadenerin. Die Volleystars schnell mit 4 vorne, dann gleich eine Schrecksekunde auf Seiten des VC Wiesbaden. Beim 5:10 aus Wiesbadener Sicht, die Zuspielerin mit der Trikotnummer 5, Martina Viestova, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Für das Publikum zunächst gar nicht ersichtlich und auch nicht für die erste Schiedsrichterin Heike Kraft, die in dieser Konfusion, Auszeit oder nicht, ordnen muss. Der zweite Schiedsrichter Jörg Kellenberger zuckt mit den Schultern, die Diskussion dauerte noch ein wenig an. Martina Viestova, nach eigenen Aussagen schon einige Tage mit Problemen an der Patellasehne, ging mit Tränen in den Augen vom Feld. Für sie übernahm Kajsa Alanko. Ein MRT soll nun am Montag Näheres klären. Dann kam auch langsam Ordnung ins Chaos. Das Spiel ging nach der Behandlung von Martina Viestova ohne genommene Auszeit weiter. Zur zweiten technischen Auszeit dann wieder alles auf Augenhöhe. Die Thüringerinnen verspielen durch reichlich Eigenfehler Punkte und auch der VCW-Block kommt so langsam auf Betriebstemperatur. Julia Osterloh mit einem ihrer 2 Blockpunkte. Die Volleystars büßten im Laufe dieses ersten Satzes Teile ihrer Angriffseffizienz ein und hatten teilweise auch echt Pech, wie hier die Ex-Wiesbadenerin Natalia Tschuk-Seva, deren Ball die Antenne touchiert. Und gleich noch einmal Pech beim Wiesbadener Satzball. Julia Osterloh mit dem Ass, ein Ball, der sich in letzter Sekunde für die thüringische Seite entschieden hat. 25:19 heißt 1:0 VC Wiesbaden. Im zweiten Satz die Volleystars Thüringen deutlich konzentrierter zu Werke, zumindest im Angriff. 50% der Volleystars Angriffe sitzen, die Annahme hingegen wackelt doch kräftig. Nur ein Drittel der Bälle konnte wie im ersten Satz gut verwertet werden. Kurios die Statistik übrigens, Thüringen macht heute 46% Angriffseffizienz aus schlechter Annahme, nur 27% aus guter. Sprung in die Crunchtime des zweiten Satzes, bis zum 20:19 noch alles dicht an dicht. Erst zum Satzende hin zieht Wiesbaden mit 3 Zählern davon und hat Satzbälle beim 24:21, von denen einer bereits verloren ging. 24:22. Thüringen fightet bis zum Umfallen, will diesen Satz noch zurückerobern. Bianca Rowland sorgt schließlich für das 24:23. Ein Satzball bleibt dem VC Wiesbaden also noch. Alanko auf Osterloh. 25:23, 2:0 für die Hessinnen, die unbedingt gewinnen wollten. So hatten sie sich das vor dem Spiel auf die Fahne geschrieben. Im dritten Satz das übliche Bild. Thüringen mit einer frühen Führung, wie bislang in allen Sätzen. Es scheint, als müsse der VCW nach Satzpausen immer wieder erst ins Spiel finden. Auch das ein gewohntes Bild, spätestens zur zweiten technischen Auszeit, der Führungswechsel und der VCW wieder am Drücker. Und im dritten Satz war das Blockspiel ein Garant dafür, dass der VCW nie den Anschluss verlor. 6 Blockpunkte alleine in diesem Satz, aber auch die Gäste brandgefährlich im Block. 3 Blockpunkte für Thüringen im dritten Satz. Gleiche Situation wie im zweiten Satz, nur dieses Mal der VC Wiesbaden zur Crunchtime noch weiter vorne beim 24:20, gleich mit 4 Matchbällen. Und die Kapitänin mit ihrem 16. Punkt an diesem Abend schreit den Frust der letzten 3 Spiele gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen
hinaus. Ein Erfolg haben sie sich gewünscht, ein 3:0 ist es geworden. Ein Sieg, der auf dem Papier sehr deutlich aussieht, aber ein wenig über die Stärke der Volleystars hinwegtäuscht. Über weite Strecken ein umkämpftes Spiel, bei dem die Gäste streckenweise die Nase vorne hatten. Der Emotionssturm für alle Wiesbaden-Fans noch einmal zum Genießen. VCWTV mit freundlicher Unterstützung von Fotofilm Knapp und D3S Media.